Servus, Bernd. Heute verzeih ich meine Geschichte über das Thema sich so richtig blamieren. Ja? Ihr kennt ja unsere ja, Ordnungshüter, wisst schon. Ja, jetzt sind sie ja in Blau, früher waren sie in Grün. Ja? Wenn die was finden wollen, dann suchen die. Ja, gerade bei Fahrzeugen, ja, weil Unschuldsvermutung gibt schon lange nicht mehr. Wenn was gefunden werden will, dann sucht man einfach so lange, bis man irgendwas findet. Und ist dann erst recht grantig, wenn man es nicht findet. Ja, wenn dann doch einmal bei jemandem das Auto in einem Zustand ist, wo man halt einfach nicht meckern kann. Auch wenn man jetzt ganz gern meckern darf. Auf jeden Fall zurück zum Thema Blamieren. Geschieht das schon ein paar Jahre her. In München gibt es ein Cinema. Ja, also ein Kino und das heißt Cinema. Sagen wir es ja so. Ja, nicht, dass es wieder heißt, du, der Ritsch wieder Denglisch. Gut, also in München gibt es ein Kino, das heißt Cinema. Und ja, da bin ich früher eigentlich relativ oft hingegangen. Und an einem Tag bin ich mit meinem Bruder dort hin und wir haben dort unseren Film anschauen wollen. Ja. Damals haben wir in der Nähe noch, relativ in der Nähe gewohnt. Sind hingefahren mit dem Auto, nachdem mich abgeholt hat. Ich habe damals außerhalb von München gewohnt. Ja, und wenn wir dort waren, München ein Problem, Parkplatz suchen. Ich bin ausgestiegen, mein Bruder ist mit dem Auto losdackelt, um einen Parkplatz zu suchen, damit wir nicht irgendwo das Auto auf der Straße oder im Halteverbot stehen lassen müssen. Jetzt war ich natürlich nicht der Einzige, sondern vor dem Cinema sind einige hundert Leute schon gestanden und haben gewartet, dass sie rein dürfen. Na? Ihr müsst euch vorstellen, Cinema liegt in München an der Nymphenburger Straße. Das ist eine relativ große Einfallstraße. Vierspurig, ja, dreispurig, zweispurig. Also eine ziemlich breite Straße, die nach München reingeht, also Richtung Zentrum geht. Und natürlich ging er links und rechts von der kleineren Straßen ab. In einer dieser kleineren Straßen, der Lotstraße, ist ein Polizeirevier. Und das Cinema liegt an der Ecke Nymphenburger und Pappenheimer Straße. Ja, stellt euch vor, es stehen also da einige Leute vor dem Kino und warten, dass das Kino seine Tore öffnet, das Neikino. Plötzlich Sirenengeheul. Ja, der Tüter-Tat, der Tüter-Tat, ihr wisst ja, wer das ist. Und mit Karacho kommt aus der Lotstraße ein sogenanntes Dienstfahrzeug, ja, also ein Streifenwagen, auf gut bayerisch gesagt, und biegt in die Nymphenburger ein, prescht die Nymphenburger bis zur Pappenheimer vor und biegt in die Pappenheimer ein. Quietschen die Reifen, halt alles, was man beim Actionfilm so braucht. Ne? Minuten später der zweite. Ah, rum um die Kurven, quietschende Reifen. Ja, ein wenig Tokio Drift in München. Alle haben schon mal richtig gut geschaut. Das Glück der ersten zwei war, in der Pappenheimer Straße an der Ampel war niemand. Ist niemand gestanden, der in die Nymphenburger Straße einbiegen wollte. Zwischen dem zweiten und dem nächsten Streifenwagen hat aber einer den Fehler gemacht, von der Pappenheimer in die Nymphenburger zu wollen. Und ist an der roten Ampel ganz vorn gestanden. Direkt da, wo ihn halt jeder gesehen hat, der vor dem Cinema stand und sozusagen auf den Einlass wartete. Ja, ihr könnt es euch schon denken, ein drittes Polizeiauto kommt. Der dritte Streifenwagen, selbes, Nymphenburger Straße, Vollgas, gib ihm. Ne? Tatütata, Sirene, wart sie am Dach, rum um die Kurve, driften. Ja, und wie gesagt, jetzt war der zweite. Also, Schmarrn. Nicht der zweite. Jetzt war da plötzlich einer da. Und ihr könnt es euch vorstellen, was passiert natürlich. Ja? Breitseite. Der Polizeiwagen, der Streifenwagen, hat dem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer eine volle Breitseiten verpasst. Richtig schön, beide Autos mit den Seiten, Fahrerseiten aneinander vorbei. Der ist so richtig gut reingerutscht. Ja, komplett beide Autos über die volle Länge eingedatscht. Da darf ich jetzt mal sagen, blamiert, oder?
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann los war. Ja, wer da vor dem Cinema gestanden ist, hat natürlich erst einmal große Augen gekriegt. Die Polizisten, ausgestiegen aus einem Auto, haben sie den Schaden begutachtet unter dem Applaus sämtlicher Kinobesucher. Also, ganz ehrlich, den Mo hätte man auch als Ampelmantel hernehmen können, weil so rot, wie der gleicht hat, ja, war das eine Energiesparlampe geworden. Ja, gut, so viel zum Thema, sich mal so richtig blamieren. Eine lustige Sache am Ende, wie dann die Shandys wieder weg waren, ist mein Bruder endlich vom Parkplatz suchen wiedergekommen und alle haben natürlich recht gelacht und er als Kommentar zu dem ganzen Thema, na toll, immer wenn ich beim Parkplatzsucher bin. Gut, das war's jetzt zum Thema Blamieren. Schauen wir mal, vielleicht finde ich noch was anderes da über Polizei. Polizeikontrollen. Da hätte ich einige Geschichten zum Erzählen. Gerade weil ich ja langhaariger bin und meistens irgendeine alte Karre fahre. Da bin ich ja gefundenes Fressen und ein üblicher Verdächtiger. Na? War ich irgendein Schlipsträger mit Anzug, der einen dicken Mercedes fahren? Ich kannte wahrscheinlich ständig Drogen schmuggeln, Waffen schmuggeln. Ich kannte da Atombomben im Kofferraum haben. Da nicht aufgehalten werden. Warum? Das ist ja ein respektabler Bürger. Der hat einen Strick um den Hals. Gut, das war's dann.